Naja, das mit, du meinst die Person, die gesagt hat, dass das CBCW im Late Game nicht gut ist. Der ist mit der Level 72. 82, erstmal. 82. 82 ist das höchste Level doch, oder? Keine Ahnung. Haben wir doch letztes Mal gecorkt. Aber das ist diesmal wieder so ein richtig hammerharte Series EV Solo Map. Oh. Wie jede Map gerade momentan. Gibt es eigentlich irgendeine Map, die nicht hammerhart Series EV Solo ist? Nope. Doch. Tester. Die Maps, bei der man keine Türme benutzen kann. Dann spielt man Series EV auf Schaden. Und dann ist sie auch wieder extrem useful. In der Tat. So ist es. Komm, besonders mit so einer Waffe, Jonas! Komm, mach! Also ja. Wie viel Mana ich einfach mal noch habe, ne? So, wo kommen die Wyvern? Von da hinten ist einer. Die gehen da hinten rein lang. Diese Bastarde. Pussys. Von unten kommen auch welche! Ich kümmere mich um die hier. Ich schaff die ja jetzt. Obwohl, der hat das. Egal, ich mach hier kaum Feuerschaden. Die geht zum anderen in den Sternenkristall, das nervt mich. Also anscheinend gehen die hier oben hin, das heißt, ich darf den hier oben. Ich wäre fast in die Lava gefallen. Alter, war das knapp. Wie hat der Wichser das überlebt? Der ist auch überlebt. Ja, da oben. Ich muss meine Wände irgendwie irgendwas hinbauen, ja. Jetzt sind die Kinder wieder so langsam, ne? Vielleicht zu den anderen Levels. Ja. War das jetzt wieder auf Medium? Warum greife ich die nicht an? Jetzt kann ich sie sogar wieder töten. Was, hä? Warum bekomme ich... es gibt hier einen Zeitbonus. Wir haben eben 7700 Zeitbonus bekommen. Gibt auf jeder Map Zeitbonus. Wir haben... Wie sagen wir eben? Okay. Echt? Ja. Aber normalerweise brauchen wir immer so normal lang, oder wie? Man kriegt trotzdem Zeitbonus. Wow. Diese Rüstung ist ja echt OP. Soll ich das sagen? Minus eine Rüstung, minus 10 Giftrüstung, minus 10 Feuerrüstung, 9 Blitzrüstung, 7 Tempo, 7 Schaden von den Spielern, minus 3 Turm Attack Speed. Richtig OP das Ding. Ein Raketenwerfer mit plus 7, Nachladen. Das ist nett. Ich glaube, den Ninja ich mir gleich. Der ist auf Level 60. Das ist ja, das ist der Nachteil dieser Map. Du wirst die kaum Sachen unter Level 60 finden. Kaum. Ja, die Sachen für Level 60 bringen aber recht viel Kohle, oder? Ja. Recht viel? Was laberst du für einen Scheißer? Nee? Ich krieg viel Kohle. Ich glaube, wenn das sogar eine gute Art ist, dann bringen die sogar richtig Sau-Cola. Oh, okay. Hab ich jetzt irgendwie einen Movement Speed? Ja. Komm mir das so vor, dass ich jetzt auf einmal schneller bin. Ich bin bereit. Ich noch lange nicht. Tja. Innerhalb von 70 Sekunden solltest du fertig sein. Ne, ich brauche noch 3 Minuten. Es kommt ein Ogre. Wo? Hier steht Ogre. Wo kommt der? Wenn ich das wüsste. Der spawnt einfach so aus dem Nichts. Vielleicht ist es ja deswegen die schwerste Map.
Wow. Das war. Da war eine geile Armbrust. Da unten ist noch eine Schatzkiste, öffne die mal. Wo? Oh, da. Ganz unten. So, jetzt bin ich fertig. Hab zwar immer noch 700 Mana, aber egal. Okay, kann ich ja direkt hier Geld öffnen. Weil wir waren. Und wo ist der? Yannick? Der ist, ach ja, da ist doch was. Okay, ich dachte schon. Was? Guck dir mal die Map jetzt an. Hat er den Kristall angerufen? Nein. Doch hat er. Der Kristall hat 12 Schaden bekommen. Das war nicht der Ogre, der war das lange davor schon vorher. Der Wyvern. So, der Wyvern. Aber die sieht nicht knapp. Also der Ogre hat echt nur 5 Sekunden dran überlebt oder so. Okay. Ist der selbst tot? Ne, hier lebt irgendwo noch was. Top. Macht ihr und geht sterben, ihr Bastard. Wir waren Erfahrungspunkte. Boom! Ich wundere mich nur, wer Most Valuable Player wird. Ja, 8700 für Geschwindigkeitsbonus. Okay. Das ist ziemlich viel. Jawohl, ich bin Level 20. Nur? Weißt du, was das Gute daran ist, dass ich Level 20 bin? Piercing Shard. Genau. Ich bin jetzt Level 44. Bin auch gerade gelevelt. Und ich kann was namens Bow benutzen. Namens Bow ist doch gar nicht mehr so schlecht, den ich habe. Pff, dann bist du lucky. Der hat 6 Attack Speed, macht 64 Schaden, 56 Gift Schaden, hat 70 Magazin. Oder ich benutze diese Waffe. Was? Oh, nee, das wäre irgendwie lame, wenn ich das jetzt machen würde. Was? Die Waffe, die ich auf meiner Huntress benutzt habe. Angeblich kommt diese Runde 2, Ogre. Ich glaube, das heißt, dass die aus random Spawnpoint spawnen, wenn das in der Mitte ist. Könnte sein. Oh, wir haben noch gar keine Schatzkisten geöffnet. Und ich hab schon auf G gedrückt. Oh, geil! Wie geil der aussieht! Ich verreck einfach mal. Die Sachen einfach mal 4000 Leben kriegen, wenn ich sie upgrade, ne? Die Wender. Okay. Du hast noch 40 Sekunden Zeit. Das schaffe ich niemals. Du bist ein Noob. Ich habe schon 15 Punkte auf Piercing Shot. Nett. Alter! Ich glaube, ich habe auf meine Huntress. Ja, nee. Ja? Ja, okay, du kennst es wahrscheinlich eh schon so, aber die Waffe ist geil. Dieser Vogel, der da lag? Nee. Und ich leite mir doch unnormal schnell nach. Die Waffe ist geil. Jetzt mache ich auch endlich mal ein bisschen DPS. Ah, diesmal ist der Ogre da hinten gespawnt. Oh mein Gott, der ist durchgekommen! Wo? Wo ist der? Ganz rechts! Das ist zu dem Game. Und da ist auch der zweite gespawnt, scheiße. Ich bin auf dem Weg. Ich geh top.
Warum bist du Tarp? Oh, ja, geh du mal Tarp. Oh, Alter, der hat echt mit, der hat mit genügend Leben das nach von einem Tick nur überlebt, ne? Ein Tick länger und der wäre gestorben da dran. Okay, die Fenster sind alle tot. Mit einem einzigen Magazin. Ich mag die immer Waffe. Das ist richtig gut, die Waffe. Unten. Jetzt mache ich noch mehr Schaden mit der Waffe. Yeah. Oh, da ist ein Magier. Ja, der Magier ist aber nerviger. Die Wurmern sterben schneller. Oder leichter. Ja, hahaha. Und wie hoch ist der Zeitbonus? 10.000? Wir waren voll langsam. Und das kriegen wir trotzdem 10.000. Bleibt daran, wie lange es dauert, dass die Gegner spawnen. Auch noch daran, da muss man auch noch denken. Wenn Gegner lange Zeit brauchen zu spawnen, dann kriegen wir auch einen besseren Zeitbonus. Ich bin so schnell, ne? Ja. Der Speedbonus, also Speedbonus bringt echt ziemlich schnell ziemlich viel. Was ist, wenn man Speed eigentlich max, wie schnell ist man dann am Ende? Hast du keine Kontrolle mehr? Hast du schon mal gesehen? Ich habe einmal jemanden gesehen, wie er gesprungen ist und fast über die ganze Map gesprungen ist und runtergefallen ist. Also du hast null Kontrolle mit Speed. Ich werde es trotzdem auf meiner Handschuss maxen. Ja, wenn du irgendwann nichts mehr zu maxen hast. Ja. Obwohl, es gibt, kann man mittlerweile 120 Punkte auf alles packen. Ja, hast du einiges zu tun, bis du das alles gemaxt hast, aber naja. Ich bin ein Loch auf der Brücke runtergefallen. Wäre ich auch fast. Ich habe gleich 100 Sack. Wie machen wir das eigentlich mit dem Deffen? Es gibt nur zwei Punkte, wo die Wyvern spawnen, oder? Glaub ja. Unten und oben. Okay, dann gehe ich jetzt nach unten links und du gehst nach oben. Ja, okay. Weil ich renne erstmal umher und level alles ab. Bin ich auch gerade dabei. Also wie viele Pfeiler auf der Map einfach mal sind wegen Upgraden, ne? Irgendwann werden gar keine Pfeiler mehr auf der Map sein. Irgendwann werden nur noch Sterne auf der Map sein. Momentan gibt es zwar wenig Sterne. Ich habe Pfeiler gesagt, wie viele Pfeiler auf der Map sind. Ja, momentan gibt es auch total wenig Pfeiler. Im Vergleich zu der Halloween-Map. Ja, stimmt. Scheiß Wyvern. Fickt euch, ihr Wyvern. Keiner will eure Kinder haben. Ich bin bereit. Okay, ich auch. Ich bin es endlich useful. So, ich mache jetzt schon Schaden. Ja, habe ich nach dieser Map habe ich das auch hingekriegt, endlich Schaden zu machen. Wo ist der Ogre? Oh, der ist da. Da wird er nicht durch. Der nimmt keinen Schaden, der Ogre. Ich komme. Jetzt bekommt er Schaden. Wer hat ihn reingeschubst? Nö, ich töte ihn gerade. Ja. Oder er tötet mich, das geht natürlich auch. Der andere Ogre oben gespawnt, der wird sterben.